Du, morgen könnten wir doch auch mal einen Apfel. Vielleicht morgen, aber heute. Heute ist Trumpf. Schoketten extra. Extra groß, extra verführerisch. Heute ist Trumpf. Stylen kann schwierig sein, besonders wenn es sich um sprödes und krauses Haar handelt. Ein paar Tropfen Frizzys Haar bändiger im nassen Haar verteilen und durchkämmen. Egal, ob Sie Ihr Haar lufttrocknen oder glatt föhnen wollen. Das Ergebnis ist sensationell. Frizzys Haarbändiger. Viel Spaß beim Auspacken. Glamour feiert Geburtstag mit aufregenden Luxuspreisen. Am liebsten Glamour. Wie schnell ein Stapel Windeln verbraucht ist. Überraschend, dass nur Pampers extra Windeln dazu packt. Dauerhaft günstig. Pampers überrascht. Der Original Leibniz Butterkeks. Nur echt mit 52 Zähnen. Und jetzt neu? Der Landkeks von Leibniz. Der Kernige mit Haferflocken. Leibniz, alles knackfrisch. Neu von Rimmel Lampen. Lycra Wear Nail Polish. Seine flexible Struktur absorbiert Stöße für ein schlagkräftiges Hochglanzfinish. Bis zu 5 Tage splitterresistente Farbe. Der Durchbruch für die Nägel. Lycra Wear, der neue widerstandsfähige Nagellack von Rimmel. Get the London Look. Männer, beste Marken, modernste Technologie. Und wie immer, echte Schnäppchen. Neuer Prospekt? Guter alter Tiefstpreis. Hm? Zu absoluten Tiefstpreisen. Computer, Software, Foto, Handys, DVDs, Spiele. Jetzt in Ihrer Zeitung. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Die McDonald's Chart Show. Das sind eure Charts. Ob 50 Cent, Overground oder Jets. Vote mit und schicke eine SMS mit deinem persönlichen Lieblingssong. An die 82802. Und dein Hit ist dabei. Andreas Türk und Sandy präsentieren euch die Gewinner. Die McDonald's Chart Show. Samstag, 18 Uhr. Pro 7. Wer blond sein will, muss es sich verdienen. Ich bin's wieder, eure gut gelaunte Barbara. Und es ist Zeit, um diese wunderbare Sendung einzuschalten auf ProSieben. Oder sagt man in ProSieben oder im ProSieben? Prominente Gäste stellen sich harten Aufgaben. Blond stellt auf die Probe. Aber du sollst blond werden. Sonst lacht der Zuschauer, heute lache ich. Blond ist Barbara Schöneberger. Blondes Gift. Ab nächsten Montag, 23.45 Uhr, ProSieben. Geht es bitte geiler? We love to entertain you. Wildrose oder lieber Pfirsich und Limonenblüte? Die neuen Düfte von Persil. Sie haben die Wahl. So, es wird spannend. Nicole Kidman ist die Präsentierende in der Kategorie bester Hauptdarsteller. Auch da gibt es Favoriten. Die einen sagen, Sean Penn hat es verdient, endlich mal. Die anderen sagen, Bill Murray, endlich mal ein Komiker, der in einer ernsten und auch ein wenig lustigen Rolle geglänzt hat in Lost in Translation. Auch der hätte es verdient. Das sind die beiden Favoriten. Mal sehen, wer den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommt. Eine der ganz spannenden Kategorien, der beste Hauptdarsteller in diesem Jahr, präsentiert wird die Kategorie von Nicole Kidman. Zwei der Nominierten hat sie geküsst. Jude Law, mit dem sie in Cold Mountain spielte und liebte. Und Sean Penn, mit dem probt sie gerade in New York. Sie drehen gemeinsam den neuen Sidney Pollack-Film. Ein leidenschaftlicher Romantiker, ein erwachsener böser Junge, der ziemlich aufbrausen kann, ein älterer Patriarch, der die Fäden zieht, ein Pirat und ein Mann in der Midlife-Krise. Für Frauen sind dies die 5 Männertypen, denen sie begegnen, wenn sie sich in Hollywood verabreden.
Für den Oscar sind das Rollen, die von 5 außergewöhnlich talentierten Schauspielern verkörpert werden. The nominees for Best Performance by an Actor in a Leading Role are...